Gleich zu Beginn des internationalen Drei-Sterne-Turniers in der Arena Nova bei der, apropos Pferd, der größten Pferdemesse des Landes. Ein Sieg für Österreich, für das Burgenland, für Gentina Kett und Bianca Babanitz. Und das als wahrscheinlich schönstes Geburtstagsgeschenk, das man sich selber machen kann, Bianca. Das stimmt, ja. Ich bin überglücklich und sie hat wieder alles gegeben für mich und ja. Ein ganz kurzer Schreckmoment, zumindest beim Zuschauen, war das letzte Hindernis. Was war da los? Ja, wir waren uns nicht ganz einig. Ich wollte 5 bisschen nach vorn galoppieren. Sie ist nach dem vorletzten Ochser so dicht dahinter gelandet. Ich konnte die 5 nicht mehr nach vorn und sie hat gemeint, es gehen sich auch 6 aus. So, es war etwas dicht. Es sind sich 6 ausgegangen und sie war auch über dem letzten Ochser dann ganz schön hoch. Und das zeigt eigentlich die Qualität von diesem Pferd. Jetzt noch in der Jungpferdetour, aber da kündigt sich eine richtige große Siegerin an? Ich hoffe doch. Herz hat sie auf jeden Fall. Das haben wir gesehen. So, heute darfst du schon feiern gehen, den Sieg, den Geburtstag. Wie geht es dann am großen Turnierwochenende weiter? Welche Pferde sind dabei? Ja, ich habe wieder einen 2. Siebenjährigen mit, den Upgrade Sun. Der muss diesmal in der kleinen Tour gehen, also schon am 3-Stern. Und mein bestes Pferd, den Latin, mal schauen, der kommt erst morgen dran. Alles Gute, Dankeschön und viel Spaß heute beim Feiern. Dankeschön.